Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video geht es um den AFK-Giftpflanzen-Glitch beziehungsweise den Unendlich-Giftpflanzen-Glitch. Wie ihr sicherlich mitbekommen habt, kann man ja seit dem neuesten Update nicht mehr so wirklich AFK leveln, weil es gibt einen XP-Bug, wo man keine Medaillen freischaltet. Aber es gibt eine neue Methode, Leute, wie ihr trotzdem AFK leveln könnt und die Medaillen trotzdem bekommt. Das zeige ich euch jetzt und ich werde euch das an diesem Spot in der Krankenstation zeigen, weil dort ist es am einfachsten, die Giftpflanze zu platzieren, denn die meisten scheinen wohl Probleme damit zu haben, weil die Giftpflanze bei denen wohl despawnt. Darum zeige ich euch den Spot und dort solltet ihr das eigentlich hinbekommen, Leute. Ganz wichtig noch, Leute, diesen Glitch machen wir mit einem Makro. Also ihr stellt euch in den Glitch und danach setzt ihr ein Makro ein. Den Download-Link zum Makro, den ich benutze, werde ich in die Videobeschreibung packen. Könnt ihr einfach draufklicken und runterladen. So, kommen wir nun zum Glitch. Hierfür gehen wir erstmal in die Krankenstation. Wenn ihr dann in der Krankenstation seid, dann stellt euch hier vor diesen Tank, so wie ich es tue, und springt aus der Distanz dahin. Und während ihr hochklettert, haltet die Taste, um nach hinten zu laufen, gedrückt. Wie ihr seht, geht ihr dann so ein kleines bisschen nach hinten, Leute, und dann versammeln sich die ganzen Zombies unter euch. Falls der Zombie hochklettert, dann springt runter und versucht es noch einmal. Als nächstes brauchen wir genug Zombies. Das sind so ungefähr 25 bis 30 Zombies. Wartet, bis sich alle Zombies in der Runde unter euch versammeln. Denn wenn die sich unter euch versammelt haben, Leute, dann müsst ihr einen kleinen Schritt zurücklaufen, auf die Zombies schauen und die Giftpflanze aktivieren. Falls bei euch steht, dass die Giftpflanze nicht aktiviert werden kann, dann heißt es einfach, dass ihr zu weit nach hinten gelaufen seid. Ganz wichtig, ein Schritt nach hinten reicht völlig aus, Leute. Wenn ihr dann hier oben seid, dann duckt euch, geht hier in die Ecke, wo ich hingehe, und duckt euch, weil dann kommen auch keine Zombies hinter euch. Und jetzt könnt ihr euren Makro aktivieren, den ich in die Videobeschreibung gepackt habe. Denn dieses Makro triggert die ganze Zeit die X-Taste bzw. eure Feldaufrüstung und dadurch kriegt ihr dann wieder die Medaillen. Wie ihr seht, Leute, kommen immer wieder Medaillen oben. So wie jetzt Auslöschung zum Beispiel. Und das gibt halt die EP. Noch eine kleine Info, Leute. Es muss auch nicht unbedingt die Feldaufrüstung sein, die ihr hier triggert, so wie in diesem Video. Ich habe das jetzt nur im Makro so gemacht. Ihr könnt auch das Messer zum Beispiel in die Hand nehmen und triggern, dass er ganze Zeit zuschlägt. Weil wenn ihr einfach so rumsteht, Leute, dann bekommt ihr diese Medaillen nicht und ihr levelt halt dadurch nicht. Wie das mit den Makros auf der PlayStation oder Xbox funktioniert, weiß ich nicht. Ich weiß allerdings, dass man auf der PlayStation Makros benutzen kann, aber wie genau das geht, weiß ich nicht, Leute. Da müsstet ihr mal auf YouTube schauen, vielleicht kann euch da jemand weiterhelfen. Da ich PC-Spieler bin, kann ich euch da jetzt nicht viel dazu sagen. Aber falls ihr dann die Möglichkeit habt oder wisst, wie man das auf der PlayStation macht, dann könnt ihr einfach eine Makro erstellen, wo ihr ganze Zeit L1, R1 spammt für die Feldaufrüstung. Ansonsten war es das auch schon mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da, schreibt mir die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video oder im nächsten Stream, Leute. Ciao.